Erstens habe ich den zweiten Teil Ihrer Frage wieder nicht verstanden, also müssten Sie es nochmal sagen. Außerdem klingt es so, als würde ich es gleich wieder an Frau von Thiesenhausen abgeben. Aber sagen Sie es trotzdem nochmal, man versteht es manchmal. Es war nur ein Teil. Ist die Kanzlerin besorgt, dass es die Deutsche Bank in einem Jahr nicht mehr gibt? Dazu werden Sie von mir mit Sicherheit keine Stellungnahme bekommen. Von mir auch nicht. Ich habe nicht die Absicht, diese Äußerung zu kommentieren. Ja, guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich begrüße recht herzlich Regierungssprecher Steffen Seibert sowie die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und ich begrüße Gäste, die wir heute haben. Das sind Volontäre von der Märkischen Oder-Zeitung, die zu Gast sind, und Praktikanten der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, die an einem Frühjahr-Praktikantenprogramm teilnehmen. Herzlich willkommen und wünsche gute Erkenntnisse und Einblicke. Heute gab es kein Kabinett. Es gibt insofern auch keine Ankündigung von der Regierung. Von den Kollegen habe ich wie aus einem Mund bei der Abfrage der Themen fand Deutsche Bank und gebe das Wort mal in die Ecke. Bitte schön, Herr Heller. Herr Seibert, ich würde gerne von der Bundesregierung wissen, ob die exportstarke deutsche Wirtschaft ohne eine wettbewerbsstarke Finanzbranche auf Dauer auskommen kann. Und ich würde zum Zweiten gerne wissen, ob es in der deutschen Bundesregierung, das, die Frage stelle ich dann auch an das Wirtschafts- oder Finanzministerium, irgendwelche Pläne gibt für ein Branchengespräch mit Finanzinstituten, bei denen womöglich eine besondere Rolle spielt, auch die Schwäche des Marktführers Deutsche Bank. Ich gebe die Frage mal gleich an Frau von Thiesenhausen aus dem Bundesfinanzministerium weiter. Also um mit dem zweiten Teil anzufangen, solche Pläne kenne ich nicht, gibt es auch meines Erachtens nicht. Sie haben ja den knappen Satz gehört, den der Minister gestern auf eine kurze Nachfrage in Paris zum Thema Deutsche Bank gesagt hat, dass er nicht beunruhigt ist. Dem habe ich heute hier nichts hinzuzufügen. Das hat jetzt meine Frage ehrlich gesagt nicht ganz beantwortet. Kommt eine starke deutsche Wirtschaft, die sehr viel im Export tätig ist, ohne eine starke Finanzbranche aus? Vielleicht das Wirtschaftsministerium auch gefragt, das sich ja da auch Gedanken macht. Ich kann dazu gerne ein paar Punkte sagen. Den Äußerungen von Frau Thiesenhausen habe ich nichts hinzuzufügen. Aber Sie wissen ja, das Statistische Bundesamt hat gerade jüngst die Exportzahlen veröffentlicht. Es ist also bekannt, dass wir eine starke Exportwirtschaft haben. Das ist Ausdruck der starken Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Und auch die wirtschaftliche Entwicklung haben wir jüngst in der Projektion vorgestellt. Da sehen wir keinen Anlass zur Sorge, sondern wir haben eine deutsche, robuste Wirtschaft, die sich gut entwickelt. Verstehe ich, folgere ich richtig, wenn ich daraus verstehe, es geht auch ohne? Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur dargestellt, dass wir bei den Exporten weiterhin eines der führenden Länder sind und die wirtschaftliche Entwicklung durch eine starke Binnennachfrage und Konsum geprägt ist. Weitere Ausführungen kann ich dazu nicht machen. Der Kollege Lange und dann Herr Delfs. Frau von Thiesenhausen, worauf fußt denn die Einschätzung des Ministers, die er gestern getätigt hat? Also ist das seine persönliche Meinung oder sind das Hinweise, die er zum Beispiel von der BaFin bekommen hat, die ja eine ganze eigene Abteilung beschäftigt, die mit der Deutschen Bank? Also was ist die Grundlage dieser Aussage? Danke. Herr Lange, das ist die Aussage und die Meinung des Bundesfinanzministers, der selbstverständlich informiert ist durch ein großes Ministerium mit nachgeordneten Behörden, und weitere Details kann ich Ihnen dazu nicht geben. Dann Herr Delfs, bitte. Ich habe eine Frage an nochmal Frau von Thiesenhausen und auch an Herrn Seibert. Hat es denn irgendwelche Kontakte wegen der jüngsten Entwicklung der Bundesregierung gegeben mit Vertretern der Deutschen Bank? Ich kann Ihnen über solche Kontakte nicht berichten. Ich auch nicht. Nochmal nachgefragt. Ich kann mich erinnern, als damals Herr Jane, als der Rücktritt bekannt wurde,
Da hat die Kanzlerin auf eine Frage nach diesem Vorgang geantwortet, ja, sie sei darüber unterrichtet worden, was ja doch darauf hinweist, dass es ja doch immer wieder Kontakte gibt zwischen der Kanzlerin und der Deutschen Bank in irgendeiner Form. Können Sie ganz allgemein mal sagen, gibt es bei wichtigen Ereignissen grundsätzlich so eine Kommunikationsverbindung zwischen der Bundesregierung und der Deutschen Bank, weil die ja in der Tat dieses Institut ja nicht ganz unwichtig ist für die Bundesrepublik? Das Einzige, was ich Ihnen ganz allgemein sagen kann, ist, dass es immer wieder Kontakte, selbstverständlich Kontakte auch der Bundeskanzlerin zu Vertretern führender deutscher Unternehmen gibt, wie auch zu den Spitzen der Gewerkschaften, der Kirchen und anderen. Dann ist Herr Jung der Nächste zu diesem Thema. Ist die Kanzlerin besorgt, dass es die Deutsche Bank vielleicht in einem Jahr nicht mehr gibt? Erstens habe ich den zweiten Teil Ihrer Frage wieder nicht verstanden, also müssten Sie es nochmal sagen. Außerdem klingt es so, als würde ich es gleich wieder an Frau von Thiesenhausen abgeben. Aber sagen Sie es trotzdem nochmal, man versteht es manchmal. Es war nur schlecht. Ein Teil. Ist die Kanzlerin besorgt, dass es die Deutsche Bank in einem Jahr nicht mehr gibt? Dazu werden Sie von mir mit Sicherheit keine Stellungnahme bekommen. Von mir auch nicht. Gibt es weitere Fragen zur Deutschen Bank? Das scheint nicht so. Ich würde ja doch mal bitten, diese Klingelei der hochzufahrenden Computer oder so abzustellen. Da gibt es nämlich Knöpfe, da kann man die ausstellen. Also bei meinem geht das jedenfalls und es wäre super, wenn es bei den anderen auch ginge. So, jetzt hatte ich von den Kollegen aus Polen das Thema Polen. Jetzt. Bitte. Ja, Herr Seibert, ich hätte eine Frage. Der polnische Außenminister kündigte an, er wolle die deutsche Seite danach fragen, warum witzelt man in Deutschland über Herrn Kaczynski? Es geht um Satire in ARD und beim Karnevalumzug. Der polnische Außenminister sagte, diese Exzesse seien ein Beispiel für Missachtung Polens in Deutschland. Und ich würde gerne wissen, ob solche Nachfrage aus dem polnischen Außenministerium angekommen ist und ob Sie vorhaben, sich dafür zu rechtfertigen. Ich kenne diese Äußerung nicht. Die höre ich jetzt von Ihnen zum ersten Mal. Wir haben in Deutschland eine Freiheit der Meinungsäußerung und eine Freiheit der Kunst. Darauf wäre hinzuweisen, das kann auch für Menschen, die dann künstlerisch dargestellt werden, weniger angenehm sein. Nichtsdestotrotz gilt hier die Freiheit der Meinungsäußerung und die Freiheit der Kunst. Zusatzfrage, also Sie werden nicht beim ARD oder beim Karnevalveranstalter irgendwie intervenieren und sagen, man darf über Herrn Kaczynski nicht witzeln? Nein, der Gedanke liegt der Bundesregierung sehr fern. Gibt es weitere Fragen dazu? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Jetzt hatte ich das Thema Unrechtsstaat im Zusammenhang mit Herrn Seehofer, wurde mir gesagt. Das waren doch Sie, Herr Kollege, oder? Ja, gerne. Ja, Sie haben das Ralf Meeske, RTL. Herr Seibert, wie wird das denn in der Regierung empfunden, diese Kritik von Horst Seehofer? Das Unrecht regiere in Deutschland, vielleicht auch an das Justizministerium. Ich habe nicht die Absicht, diese Äußerung zu kommentieren. War das vielleicht an das Justizministerium oder bestimmt an das Justizministerium? Bitte das Justizministerium. Bitte das Justizministerium. Ein Satz dazu. Das Unrecht regiert Deutschland. Wie Sie sich vielleicht schon denken können, habe ich auch nicht die Absicht, diese Äußerung zu kommentieren. Gibt es weitere Fragen? Herr Steiner, bitte schön. Ja, auch wenn Sie nicht die Absicht haben, die Frage ist ja gestellt worden. Also insofern möchte ich sie dann doch nochmal wiederholen. Gibt es eine Einschätzung innerhalb der Bundesregierung durch irgendeines der Ministerien, dass es sich um einen Unrechtsstaat im weiteren Sinne handeln würde? Und damit meine ich auch die CSU-Ministerien. Ja, ich kann vielleicht für unser Haus, für meinen Minister noch auf einen Namensartikel hinweisen, den Hamas am 30.01. in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung veröffentlicht wurde. Ich glaube, da ist zu dieser Frage der Legitimität und Legalität der Flüchtlingspolitik alles Notwendige gesagt. Frau Müller.
Herr Seibert, jenseits der Frage, dass Sie das nicht kommentieren wollen. Tatsache ist ja, dass die Kanzlerin mit dem Unrechtsstaatsseher zusammenarbeiten muss. Können Sie noch mal kurz beschreiben, wie gut oder vertrauensvoll oder auch nicht die Zusammenarbeit zwischen Frau Merkel und Herrn Seehofer im Moment ist? Es gibt eine enge Zusammenarbeit, selbstverständlich, die immer wieder zu konkreten Beschlüssen, konkreten Maßnahmen in der Bundesregierung führt. Ich denke, alleine in diesem Jahr, in diesen ersten Wochen des Jahres, hat die Bundesregierung schon einiges auf den Weg gebracht, wenn man gerade an die Flüchtlingspolitik denkt. Herr Jung. An die Sprecher der CSU-geführten Ministerien. Haben Ihre Minister den Eindruck, dass sie an einer Regierung beteiligt sind, eines Unrechtsstaats? Darf ich das Wort geben? Da bewegt sich was. Die Mikrofone sind offen, Sie dürfen antworten. Also wenig überraschend, auch wir äußern uns zu den Aussagen von Herrn Seehofer nicht. Ich kann mich dem anschließen, ich spreche für den Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft und sage nichts weiter dazu. Ja, dem habe ich auch nichts hinzuzufügen und Sie wissen ja auch ganz genau, dass wir nicht für die CSU sprechen hier. Haben wir jetzt alle, ich glaube ja, ne? Gut. Frau Müller. Es stimmt schon, dass Sie nicht für die CSU sprechen. Die Frage ist ja, glaube ich, vertritt Herr Seehofer Meinungen, die von den CSU-Ministern geteilt werden? Und Sie müssen ja nicht kommentieren, was Sie von Herrn Seehofer halten. Aber ich fände es schon interessant zu wissen, nachdem sich ja teilweise die Minister auch in der Flüchtlingskrise, also Herrn Dobrindt, sehr deutlich geäußert haben, was Sie von Frau Merkels Weg halten, wäre es schon ganz interessant, von den zuständigen Ministerien mal zu wissen, ob Sie die Ansicht teilen, dass wir hier unter einer Herrschaft des Unrechts leben. Sie haben nun vom Sprecher der Bundesregierung und von mehreren Sprechern von Ministerien gehört, dass wir nicht die Absicht haben, diese Äußerung zu kommentieren. Ja, das Problem ist nur, dass Sie immer dann nicht kommentieren, wenn Sie nicht wollen. Und dann muss man einfach versuchen, nachzufragen. Gut, gibt es weitere zu diesem Thema? Ja, bitteschön. Unabhängig davon, ob Sie das jetzt kommentieren wollen oder nicht, gibt es in nächster Zeit ein Gespräch zur allgemeinen Stimmung in der Bundesregierung. Auch wenn Sie sagen, dass Sie ja bislang sehr erfolgreich gearbeitet haben, hat man ja doch den Eindruck, dass die Stimmung eher den Bach runtergeht, als dass es weitere erfolgreiche Zusammenarbeit geben könnte. Gibt es aufgrund der Äußerung von Herrn Seehofer in nächster Zeit nochmal ein Spitzentreffen? Zunächst einmal teile ich Ihren Eindruck nicht. Und zum anderen gibt es innerhalb der Bundesregierung, auch innerhalb der Koalition, nahezu laufend Gespräche, sodass es jetzt keinen Bedarf gibt, ein neues anzukündigen. Es wird immer miteinander gesprochen. Herr Jung, das war dazu, ne? Zum Asylpaket. Okay, dann hatte ich Herrn Steiner noch dazu. Na, Sie sind gleich, ich bin vorhin. Ich glaube, ich komme zuerst dran. Also, Frau Moosmeier, Frau Lenz, Herr Knödler, wir hatten die Frage ja schon mal so ein bisschen in der Richtung im Herbst. Und da habe ich gefragt, ob Sie auch für die kommenden Wochen Termine für Ihre Minister machen. Deswegen auch jetzt wieder die Frage, sind auch für den März Termine Ihrer Minister geplant in Ihrer Funktion als Mitglieder des Bundeskabinetts? Sie wollen jetzt alle Termine des Ministers für März? Nein, ich will nur wissen, ob Termine geplant sind als Minister, also als Teil der Bundesregierung. Von Herrn Dobrindt? Selbstverständlich. Also ich verstehe die Frage nicht. Natürlich macht er Termine. Wenn ich in den Terminkalender schaue des Ministers, dann sehe ich auch sehr viele Termine, auch im März. Also ich schließe mich dem an. Ich kann mich dem anschließen. So, jetzt Herrn Stahl hatte ich auch noch. Ja, nochmal dazu. Wenn ein Teil der Koalition also von einem Unrechtsstaat spricht, ist die Koalition nicht gefährdet. Das würde ich gerne doch noch mal wissen. Und eine Frage an Dr. Scholz. Sie hatten sich schon entsprechend geäußert, aber es ist ja auch der Vorwurf im Raum, die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin sei fortgesetzter Rechtsbruch. Was sagen Sie dazu?
Nun versuchen Sie es trickreich, doch uns zu einer Kommentierung dieser Äußerungen zu bringen. Da kann ich nur sagen, wir haben nicht die Absicht, diese Äußerungen zu kommentieren. Zu Ihrer Frage. Die Koalition und damit die Bundesregierung ist auf allen Ebenen sehr handlungsfähig. Ich gehe noch mal auf die letzten Wochen ein. Sie hat schnell mit Gesetzesverschärfungen auf die Ereignisse von Köln reagiert. Sie hat das Asylpaket 2 im Kabinett beschlossen. Sie hat die Einstufung dreier weiterer Staaten als sichere Herkunftsstaaten auf den Weg gebracht. Das alles tun wir gemeinsam, es gelingt gemeinsam und es wird auch seine Wirkung entfalten. Waren Sie noch gefragt, Herr Doktor? Ja, ich habe dem nichts hinzuzufügen. Ansonsten habe ich eben schon auf den Namensartikel des Ministers verwiesen. Ich glaube, es macht jetzt wenig Sinn, den jetzt hier vorzutragen. Da ist zu diesen Vorwürfen, wie Sie gerade geschildert haben, sind dort Äußerungen enthalten. Ich glaube, mehr kann ich jetzt dazu auch nicht sagen. Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Das scheint Herr Delfs. Heißt jetzt Seehofer oder Flüchtlinge? Ich schifte jetzt gerade so ins Asylpaket zu Herrn Jung. Dann würde ich Sie auf die Liste nehmen. Okay. Ja? Dann geht es bei Herrn Jung weiter. Mit dem vielleicht an Herrn Seibert und Herrn Dimroth. Es ging in den letzten Tagen um jugendliche Flüchtlinge, die ihre Familie nachholen können sollen oder nicht sollen. Wie sieht es denn in dem Punkt mit Familien aus, die ihre Jugendlichen und Kinder nachholen wollen? Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Sie kennen den Kabinettbeschluss von vergangenem Mittwoch zur Umsetzung des sogenannten Asylpakets 2. Da ist eine Regelung enthalten zum Ausschluss des Familiennachzugs für Subsidiärschutzbedürftige für 2 Jahre. Und der steht so, wie er da in dem Beschluss steht, für sich und bedarf dann auch keiner weiteren Auslegung. Das heißt, das Verständnis, wenn eine Mutter hier angekommen ist und ihre beiden Jugendlichen, die im Flüchtlingslager in der Türkei sitzen, nachholen möchte, dann geht das nicht mehr. Der Beschluss enthält dazu eine klare Regelung, die keinerlei Ausnahmen enthält. Also ja. Also in Ihrem Fallbeispiel ja. Herr Delfs. Herr Seibert, ich habe noch mal eine Nachfrage zu dem gestrigen Termin. Vorgestrigen Termin war das, der Kanzlerin in Ankara. Da hat sie sich ja nach dem Gespräch mit Herrn Davutoğlu eigentlich recht optimistisch gezeigt, dass es da jetzt auch eine Kontingentlösung geben wird. Meine Frage wäre erstmal, woher nimmt sie eigentlich diesen Optimismus? Weil auf EU-Ebene ist da ja noch überhaupt gar keine Einigung absehbar. Und dann hat sie auch diese Arbeitsgruppe erwähnt, die jetzt ihre Arbeit aufnehmen wird. Können Sie da noch mal sagen, wann diese Gruppe die Arbeit aufnehmen wird und was genau diese Arbeitsgruppe jetzt eigentlich machen soll? Unsere grundsätzliche Überzeugung ist die, und die hat auch die Bundeskanzlerin ausgedrückt, dass wir Europäer, die Türkei, mit den Belastungen, die aus dem Zuzug von Millionen von syrischen Flüchtlingen entstehen, nicht alleine lassen können und nicht alleine lassen werden. Gleichzeitig gibt es die Überzeugung, dass die illegale Migration, das Schlepperunwesen, was schließlich auch zu Hunderten von Toten schon in diesem Monat Januar geführt hat, beendet werden muss. Und wenn das gelingt, dann ist es möglich, dass man über legale Kontingente spricht, also eine Form der Lastenteilung mit der Türkei, die eben den Schleppern das Geschäft wegnimmt, die das Sterben auf der Ägäis beendet und die Europa eine Möglichkeit gibt, in einem geordneten und gesteuerten Verfahren Verantwortung zu übernehmen. Darüber ist gesprochen worden und wie so etwas ausgestaltet sein kann, darüber soll eine Arbeitsgruppe jetzt schon sehr schnell zusammenkommen. Einen genaueren Zeitplan kann ich Ihnen nicht nennen. Nochmal eine Nachfrage. Das heißt aber, diese Arbeitsgruppe hat jetzt ihre Arbeit aufgenommen, ohne dass sie davon ausdrücklich von den EU-Staaten oder vom EU-Rat beauftragt worden ist. Ein entscheidender Akteur in dieser Arbeitsgruppe werden die Niederlande sein. Und die Niederlande haben derzeit die Präsidentschaft des Europäischen Rates. Dann habe ich jetzt als nächsten Herrn Steiner dazu und auf der Liste noch Frau Müller, Kollegin Dort, Herrn Jung, Herrn Stahl, Herrn Heller und
Es stand nicht dran, zu welchem Thema Sie sich gemeldet haben, aber jetzt weiß ich es. Bitte schön. Ja, Herr Dimroth, Herr Scholz, wie geht es den Gesprächen zum Thema Einigung bei minderjährigen, unbegleiteten Flüchtlingen? Ja, der Tatsache, dass wir kein Ergebnis mitgeteilt bekommen haben, können Sie entnehmen, dass die Gespräche andauern. Unter Hochdruck wird gesprochen zwischen den beiden Ministern, die in einem regen Austausch stehen und beide noch nach wie vor der guten Hoffnung sind, dass das auch zeitnah zu einem Ergebnis führen kann. Dann habe ich Frau Müller als Nächste. Hat sich damit erledigt, danke. Okay. Dann die Kollegin dort, bitte. Wenn Sie jetzt das... Nein. Machen Sie es mal, nur Sie haben die Hand vor dem Licht, deshalb kann ich nicht sehen, ob es leuchtet. Okay. So. An Herrn Seibert, bitte. Von wem stammt die Idee der Beteiligung der NATO an der Sicherung der EU-Außengrenze in der Ägäis? War das eine Idee der Bundesregierung oder der Türkei? Das ist ein Ergebnis der Gespräche der Bundeskanzlerin am Montag mit Ministerpräsident Davutoğlu, dass Deutschland und die Türkei gemeinsam beim jetzt beginnenden NATO-Verteidigungsministertreffen die Möglichkeit nutzen wollen, oder die Gelegenheit dieses Treffens nutzen wollen, um über Möglichkeiten zu sprechen, wie die NATO eine hilfreiche Rolle bei der Überwachung der Situation auf See spielen kann. Vor dem Hintergrund des gemeinsam definierten Ziels der Bekämpfung der Schlepperkriminalität. Kurze Nachfrage, bitte. Gibt es jetzt einen Grund für dieses trilaterale Treffen zwischen der Bundeskanzlerin und Herrn Tsipras und Herrn Davutoğlu? Was meinen Sie mit einem Grund? Gibt es jetzt einen Grund für dieses Treffen? Ach so, wir haben das vor Wochen und seit Wochen schon immer wieder gesagt. Es gibt die grundsätzliche Bereitschaft zu einem solchen Treffen. Einen Termin kann ich Ihnen nicht ankündigen. Jetzt ist erst mal über diese konkrete Initiative bei der NATO zu sprechen. Dann habe ich Herrn Jung dazu. Also, aber wann führt Schlepperkriminalität zu einem militärischen Verteidigungs- oder Bündnisfall? Ich hatte nicht verstanden, an wen die Frage sich... Herr Seibert. An Herrn Seibert. Also es geht einfach erstmal um die grundsätzliche Überzeugung, die Deutschland und die Türkei teilen, dass der derzeitige Zustand in NATO-Gewässern kein haltbarer, kein annehmbarer, kein hinzunehmender Zustand ist. Wir haben eine Situation, wo bereits im Monat Januar mehr als 300 Menschen ihr Leben verloren haben, weil kriminelle Schlepperbanden, die dort ihr Unwesen treiben, sie in den Tod getrieben haben. Das ist nicht hinnehmbar. Deswegen gibt es eine intensive Zusammenarbeit, gerade auch Deutschlands mit der Türkei, bei der Bekämpfung der Schlepperkriminalität. Die Bundeskanzlerin und Ministerpräsident Davutoğlu haben verabredet, die ja nochmal auf der Ebene der Polizeien zu verstärken. Und nun ist die Frage, ob es die Möglichkeit gibt, dass die NATO mit ihren speziellen Überwachungsfähigkeiten da bei der Unterstützung von Frontex und türkischer Küstenwache hilfreich sein kann. Darum geht's. Das wird jetzt in aller Ruhe mit den Verteidigungsministern der NATO erörtert. Und dann werden wir weitersehen. Ich möchte den Beratungen nicht vorgreifen. Aber warum deckt man da eine militärische Lösung einer humanitären Krise? Das ist doch... Das Sterben auf der Ägäis ist das Ergebnis von kriminellen Machenschaften, die bekämpft werden müssen und die auch bekämpft werden. Das ist eine polizeiliche Aufgabe, richtig. Und nun ist noch die Frage, ob jenseits der polizeilichen Aufgabe Unterstützung kommen kann durch NATO-Kapazitäten bei der Überwachung des Seeraums. Das ist das, was in aller Ruhe miteinander diskutiert wird. Herr Stahl, bitte. Würde denn ein solcher Einsatz nur türkische Hoheitsgewässer betreffen oder auch griechische Gewässer? Und ist das abgestimmt in der Bundesregierung? Und eine Frage an Herrn Schäfer. Was hält eigentlich Herr Steinmeier von solchen Plänen? Und würde denn auch die Bundesmarine zum Einsatz gegen diese Schlepperboote kommen? Zuerst soll ich? Fangen wir mal an. Ja, es gibt dazu ja bereits eine Meinungsäußerung von Herrn Steinmeier in einem Interview mit einigen deutschen Regionalzeitungen. Ich kann das gerne hier noch mal vortragen. Herr Steinmeier sagt heute unter anderem der Märkischen Allgemeinen, die NATO kann keine Rolle bei der Steuerung der Flüchtlingsmigration spielen. Bei der Steuerung
der Flüchtlingsmigration spielen. Worum es geht, ist das Überlassen von Lagebildern, die eine effektivere Bekämpfung der Schlepperkriminalität möglich macht. Und ich kann dazu ergänzen, weil Sie die Frage der Abstimmung innerhalb der Bundesregierung angesprochen haben, dass Herr Steinmeier mit der Bundeskanzlerin, ich glaube vorgestern, also im Anschluss an die Reise der Bundeskanzlerin in die Türkei, auch über diese Frage gesprochen hat. Die Hoheitsgewässer, ob das jetzt nur griechische oder türkische oder griechische auch? Also jedenfalls, wenn es nach dem Außenminister ginge, Sie haben ja die Antwort vernommen, es geht um Lagebilder. Lagebilder lassen sich auch unabhängig von der Frage, in welchen Hoheitsgewässern sich irgendwas befindet, ermitteln und übermitteln. Aber man muss das, glaube ich, noch mal betonen. Es geht nicht um eine eigenständige NATO-Rolle bei der Schlepperbekämpfung oder Flüchtlingssteuerung. Es geht ausdrücklich um eine mögliche unterstützende Rolle. Es war noch die Frage nach der Bundesmarine offen, richtig? Ob denn die Bundesmarine auch zum Einsatz käme? Jetzt ist zunächst einmal... Ach so, Entschuldigung, sagen Sie. Ja, ich kann was dazu sagen. Also insofern, wir haben ja die deutsche Marine insofern schon in den östlichen Mittelmeer. Es gibt dort einen stehenden NATO-Einsatzverband, der zurzeit im Rahmen der Seeraumüberwachung der NATO dort seine Verwendung findet. Und insofern stellt sich jetzt natürlich die Frage, inwiefern man dieses nutzen kann. Und hierbei möchte ich nochmal ganz deutlich betonen, es geht hier nicht um irgendwelche robusten Kampfeinsätze oder sowas, sondern es geht um eine Seeraumüberwachung und es geht um die Präsenz, die wir schon vor Ort haben und die es jetzt auch im Sinne dieser Schlepperbekämpfung halt nutzen können. Und insofern käme auch die deutsche Marine dann in Betracht. Sie wissen, dass die Bundesministerin der Verteidigung sich zurzeit in Brüssel befindet, bei den Gesprächen der NATO-Verteidigungsminister, und dies ist Thema dort. Und jetzt gilt es, dieses Gespräch erstmal auch abzuwarten. Dann habe ich Herrn Jordan als Nächsten. Ja, danke. Ich würde gerne fragen, entweder das Bundeskanzleramt oder das BMI, ob die Bundesregierung seit dem 21. Januar einen qualitativen Wandel in der türkischen Migrationspolitik erkennen konnte, bei der Rückgang der Ankünfte in Griechenland auf ein verstärktes Engagement der Türkei zurückzuführen wäre. Also, Herr Jordans, vielen Dank für die Frage, die sich abschließend vermutlich nicht so wirklich beantworten lässt, weil da immer eine Reihe von Faktoren eine Rolle spielen können bei der Frage, wie groß die Zahl der sich auf die Flucht begebenden Menschen ist und auch wie die Gruppen, die sich auf die Flucht begeben, zusammengesetzt sind. Was feststeht, ist, dass die Türkei einige Schritte unternommen hat, die wir sehr begrüßen. Das betrifft die Visumspolitik der Türkei, das betrifft auch die Frage der Möglichkeit der Arbeitsaufnahme von Flüchtlingen in der Türkei. Das sind wichtige Signale in die richtige Richtung. Um aber eine Beurteilung vornehmen zu können, wie von Ihnen erfragt, im Sinne von, wirkt sich das jetzt schon aus und in welchem Umfang, das lässt sich aus den von mir eingangs geschilderten Gründen so nicht beantworten, weil einfach viele Faktoren wesentlich sind und maßgeblich sind für die Frage, wie viele Menschen flüchten und welche Gruppen von Menschen flüchten. Ja, wenn ich danach fragen darf, bis zum 21. Januar konnte man im BMI diese Frage beantworten. Deshalb stelle ich die Frage, ob man seit dem 21. Januar eine solche qualitative Veränderung, das sind die Worte des BMI, in der türkischen Migrationspolitik erkennen konnte. Da müssten Sie mir tatsächlich gerne noch mal das Zitat vortragen, was Sie jetzt meinen, was wir beantworten konnten bis zum 21. Januar, was wir jetzt nicht mehr beantworten können. Ich hatte Ihnen ja eine Antwort gegeben. Insofern ist auch sozusagen der Tenor, dass ich jetzt nicht mehr in der Lage bin, etwas zu beantworten, schlicht falsch. Ich habe ja Ihnen eine Antwort gegeben. Ich kann Ihnen nur keine konkrete Zusammensetzung des Flüchtlingsstroms darbieten. Und ich kann Ihnen eben auch nicht, sagen wir mal, im Wege einer Kausalitätsprüfung jetzt vortragen, welcher Faktor für welche Entwicklung in diesem Kontext eine Rolle spielt. Darf ich noch einmal nachtragen mit dem Zitat? Gerne. Also, es heißt in dem Papier, ich melde mich schon. Ja, bislang kein qualitativer Wandel in der türkischen Migrationspolitik erkennbar.
Zahl der Ankünfte auf griechischen Inseln witterungsbedingt stark schwankend, ist nach unseren Erkenntnissen nicht darauf zurückzuführen, dass Türkei ihr Engagement substanziell verstärkt hätte. Das war Stand 21. Januar. Also wir wollen jetzt auch nicht sozusagen einen Dialog uns jetzt hier verlieren. Ich kann jetzt nicht beurteilen, was Sie da gerade vorgetragen haben. Ich habe aber doch im Prinzip genau das gerade gesagt. Es gibt Maßnahmen, die wir erkennen der türkischen Regierung, die wir auch anerkennen, die hilfreich sind. Die habe ich gerade genannt. Und ebenso, wie Sie es gerade zitiert haben, hat sich das auch nicht geändert, dass man nämlich die Frage, inwieweit sich das jetzt auswirkt, weder vor dem 21. noch nach dem 21. abschließend beurteilen kann. Insofern verstehe ich ehrlich gesagt den Widerspruch, den Sie jetzt konstruieren, nicht so recht. Ich habe auf Ihre Frage, gibt es Maßnahmen, die wir erkennen und anerkennen, zwei genannt, bei denen das der Fall ist, nämlich die Visumspolitik der Türkei und die Öffnung der Arbeitsaufnahmemöglichkeit für Flüchtlinge in der Türkei. Und Ihnen ebenso, wie Sie es gerade vorgetragen haben, nochmals bestätigt, dass eine abschließende Beurteilung dessen, ob nämlich diese Maßnahmen jetzt schon dazu beitragen und wenn ja, in welchem Umfang, dass sich die Flüchtlingszahl verringert, verändert, vergrößert, nicht liefern kann. Herr Kollege. Herr Hennies, ich würde ganz gerne noch mal auf die mögliche Einbindung der NATO zu sprechen kommen und die Rolle des BMVG. Sie haben ja eben die Standing Maritime Group angesprochen. Ist denn eine Beteiligung der Marine darüber hinaus denkbar und dann überhaupt möglich angesichts der Belastung, unter der die Marine steht? Und zweitens Luftaufklärung. Ist das auch ein Thema? Ja, vielen Dank für diese Frage. Zurzeit, wie gesagt, laufen die Gespräche der Verteidigungsminister der NATO und im Vorfeld ging es wirklich zurzeit erstmal nur um diesen stehenden Einsatzverband der NATO, der ja schon vor Ort ist. Und die Frage stellt sich, inwiefern man diese Präsenz und diese Seeraumüberwachung jetzt nicht nutzen sollte, um diese wirklich, wirklich fürchterliche Lage, Flüchtlingslage in der Ägäis, nicht in irgendeiner Weise mit einzudämmen. Und von daher geht es wirklich zurzeit gehen bei den Gesprächen, ohne den jetzt vorwegzugreifen zu können, auch hier von Berlin aus, die Gespräche laufen ja in Brüssel, geht es jetzt erstmal um die Nutzung des zurzeit vor Ort befindlichen NATO-Verbands, in dem die deutsche Marine beteiligt ist. Wesentlich ist ja auch nochmal, dass wir sowohl türkische Schiffe als auch griechische Schiffe auch in diesem Verband drin haben. Also wirklich stellt sich hier wirklich ganz prägnant die Frage, inwiefern man diese Zusammenarbeit besser nutzen sollte, über die eigentliche Seeraumüberwachung im Sinne der NATO-Gewässer. Und das ist das, was zurzeit besprochen wird in Brüssel. Und das ist das, was ich auch zurzeit nur sagen kann, jetzt hier in Berlin. Und da können Sie sicher sein, dass all diese Dinge auch mit abgewogen werden. Hat sich Ihre Meldung damit erledigt? Die vom Anfang? Ja. Okay, gut, danke. Dann habe ich als nächsten Herrn Delfs. Ja, ich habe zu demselben Thema nochmal eine Frage an Herrn Schäfer und an Herrn Hennies. Und zwar gibt es ja in Griechenland schon Bedenken gegen einen solchen Einsatz, weil ja möglicherweise auch türkische Soldaten in griechischen Gewässern bzw. im griechischen Hoheitsgebiet irgendwie aktiv sein könnten. Wie schätzen Sie denn eigentlich dieses Problem ein oder sehen Sie da ein Problem? Wie schätzt das die Bundesregierung ein? Also ich kann diese Sorgen überhaupt gar nicht teilen. Wir sind weit davon entfernt, solche konkreten Überlegungen anzustellen, sondern es gibt einen auf der Reise der Bundeskanzlerin nach Ankara entstandenen Vorschlag. Der wird 48 Stunden später von den Verteidigungsministern der NATO in Brüssel beraten. Sie haben hier vom Regierungssprecher, vom Sprecher des Verteidigungsministeriums und von mir gehört, um was es geht. Deshalb nochmal kann ich diese Sorge, die da von griechischer Seite geäußert worden sein mag, ich habe das selber nicht gelesen, gar nicht teilen, sondern es gibt doch jetzt überhaupt keinen Grund, irgendeiner Weise unruhig zu werden oder in Sorgen zu verfallen, sondern jetzt geht es darum, dass in Brüssel darüber diskutiert wird. Und da sind doch die Vertreter der Türkei und Griechenlands als bewährte Bündnispartner mit am Tisch. Dann habe ich Herrn Steiner als Nächsten. Ja, mich würde auch noch mal das Zustandekommen zum einen der Geschichte interessieren. Also ob dieser Vorschlag, diese Idee, ob die sich auf deutscher oder auf türkischer Seite entwickelt hat. Also wer es auf gut Deutsch als erstes angesprochen hat. Und als zweites würde mich dann interessieren, Herr Hennies, ich weiß nicht, wie da Ihre Erkenntnisse darüber sind, aber zwischen Griechenland und Türkei gibt es ja doch eine, sagen wir mal, sehr aktive
Überwachung eigentlich des maritimen Raumes durch die jeweiligen Streitkräfte. Da würde ich doch gerne wissen, inwieweit gehen denn die Erkenntnisse überhaupt über die jeweiligen Erkenntnisse des jeweiligen NATO-Partners hinaus, die durch eben diese stehende Einheit dort vor Ort erzielt werden? Diese Initiative, die nun heute den NATO-Verteidigungsministern vorgelegt wird, ist das Ergebnis der Gespräche, wie eine ganze Reihe von anderen Punkten praktischer Zusammenarbeit, die die Bundeskanzlerin und der Ministerpräsident bei der Pressekonferenz vorgestellt haben. Herr Hennis, ich präzisiere die Frage nochmal. Sie haben gerade so geguckt, als ob Sie sie nicht so ganz verstehen konnten. Also durch diesen NATO-Verbund, der dort bereits im Einsatz ist, gibt es dadurch mehr Informationen als das, was Griechenland oder der Türkei jeweils separat an Informationen vorliegt? Oder geht es letzten Endes nur um eine Verknüpfung von Informationen, die sonst separat gehalten werden? Also ich kann, nochmal, um das zu betonen, ich kann den Ergebnissen dieser Gespräche in Brüssel hier von Berlin aus nicht vorgreifen. Und es geht praktisch um die Frage der Seeraumüberwachung und der Präsenz nicht nur im Sinne der NATO, sondern im Rahmen der Schlepperbekämpfung. Und mehr kann ich dazu im Moment nicht sagen. Da habe ich Herrn Jung noch mal zu diesem Thema. Herr Hennis, es gibt ja schon einen NATO-Einsatz im Mittelmeer zur Bekämpfung der Schlepperkriminalität. Wie sind denn da die bisherigen Erfahrungen? Hat man da die Schlepper besiegt oder kommen die nach wie vor? Und Herr Seibert, zieht man diese Erfahrungen aus diesem Mittelmeereinsatz der NATO eigentlich in die aktuelle Diskussion mit ein und erkennt vielleicht, dass es ganz wenig bringt? Ein kluges Militärbündnis wertet seine Erfahrungen immer aus. Und die NATO ist natürlich ein kluges Militärbündnis. Und gleichwohl sind Verhältnisse sehr unterschiedlich, wenn Sie an die Bekämpfung des Schlepperunwesens auf der Strecke von Libyen denken. Dann müssen Sie bedenken, dass wir in Libyen keinen handlungsfähigen Staat als Partner haben. Vollkommen andere Situation, glücklicherweise in der Türkei. Ja, für mich, Sie meinen wahrscheinlich die EU-Operation Sophia. Das ist ja keine NATO-Operation. Ich erinnere mich, dass Herr Seibert mal vor ein paar Wochen hier eine Erneuerung eines NATO-Einsatzes im Mittelmeer verkündet hat. Ja, das ist ja eine Frage an Sie. Also in welche NATO-Operation meinten Sie jetzt? Ja, Sie werden ja wissen, ob die Bundeswehr im Mittelmeer eingesetzt wird. Ich schätze, das war Active Endeavor. Ja. Ich schlage vor, dass Sie das nochmal nachlesen. Ich beziehe mich auf Active Endeavor, Herr Ehren. Ja, aber Active Endeavor ist doch keine Mission, in der Schlepperkriminalität bekämpft wird. Also da müssen Sie jetzt, glaube ich, selber sich noch ein bisschen sortieren, Herr Jung, bevor Sie Ihre Fragen so stellen, dass sie auch sinnvoll beantwortet werden können, glaube ich. Herr Steiner. Herr Steiner? Ja, das nehme ich direkt als Vorlage dann natürlich. Dann frage ich das, was Kollege Jung fragen wollte, nämlich welche Erkenntnisse aus der EU-Operation Sophia können jetzt verwertet werden für eben diesen Einsatz, wenn er denn überhaupt durchgeführt wird? Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass wir zurzeit ein Treffen der Verteidigungsminister der NATO haben, in dessen Vorfeld es eine mögliche weitere NATO-Verwendung des eines stehenden Einsatzverbandes dort gibt, einen möglichen. Wir können diese Entscheidung und noch nicht mal diesen Prozess vorweggreifen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir weder was noch zu einer möglichen Operation, noch zu möglichen Einbeziehungen, noch zu möglichen Informationen jetzt etwas sagen können. Dann noch mal nachgefragt, welche Zwischenbilanz ziehen Sie aus der Operation Sophia? War das wirksam gegen Schleuser bislang? Wir ziehen, die Operation Sophia dauert noch an. Sie ist seit Oktober 2015 und wir haben eine vorteilige Beteiligung von 2 deutschen Einheiten dort. Im Rahmen der Sophia wurden 46 mutmaßliche Schleuser festgenommen. Das ist ein, wenn Sie auch immer wollen, Erfolg bei der ganzen Sache. Insgesamt operieren Patrouillen 22 Schiffe, 3 Flugzeuge und 3 Helikopter der EU Frontex in diesem Seegebiet. Und seit dem Beginn der Beteiligung deutscher Schiffe an der Seenotrettung, sprich seit Mai, also vor Oktober 2015, rettete die deutsche Marine insgesamt über 11.000 Menschen dort im Seegebiet. Eine Bewertung für mich, das ist eine erfolgreiche, noch andauernde Operation der EU, an dem die deutsche Marine beteiligt ist.
Dann hätten wir die Frage ja auch geklärt. Herr Jung, Sie hatten sich noch mal gemeldet. Ja, mich würde interessieren, ob Herr Schäfer oder das Auswärtige Amt der Einschätzung zustimmen kann. Welche Einschätzung? Zur Sophia. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Ich würde noch mal von Herrn Dimroth gerne wissen, warum Herr de Maizière der griechischen Regierung abverlangt hat, die Türkei als sicheres Herkunftsland einzuordnen. Er tut es ja selbst nicht. Den Zusatz müssten Sie nochmal. Entschuldigung. Wenn Sie den Zusatz, den letzten Halbsatz. Wie gelegentlich. Es wäre vielleicht auch gelegentlich hilfreich, wenn Sie die Hand vom Mund nehmen, wenn Sie sprechen. Das würde die Akustik deutlich verbessern. Nur als Vorschlag. Es ging um das sichere Herkunftsland Türkei. De Maizière hat die Griechen dazu gebracht, es ein sicheres Herkunftsland zu machen. Warum? Das hat er ja selbst nicht hier geschafft. Also warum schafft er das bei den Griechen, aber hier nicht? Also der Minister war letzte Woche in Athen, hat dort Gespräche geführt mit einer Reihe von Regierungsvertretern. Insgesamt ging es vornehmlich, wie Sie sich denken können, um das Flüchtlingsthema, um die Bemühungen der griechischen Seite, insbesondere was den Außengrenzschutz anbetrifft, Verbesserungen zu erreichen, aber auch was die Registrierung und die verabredete Etablierung von sogenannten Hotspots anbetrifft. Hat aber gleichzeitig auch sehr deutlich gemacht, dass man in Europa und auch in Deutschland verstanden hat, dass das die Griechen nicht alleine können oder dass man die Griechen damit nicht alleine lassen will, so rum vielleicht besser formuliert, und deswegen auf der Linie dessen, was auch schon verabredet und in Teilen auch schon stattgefunden hat, entsprechende Hilfsleistungen anbietet. Und zu diesem Flüchtlingsthema gehört auch die Frage, wie man, wie immer wieder wiederholt, auch vom Bundesinnenminister, die Zahl der zu uns kommenden Flüchtlinge nachhaltig, dauerhaft und spürbar deutlich reduziert. Und dazu wäre es aus Sicht des Innenministers ein wichtiger Beitrag, wenn eben Griechenland hier eine entsprechende Einstufung vornehme. Vielleicht darf ich noch ein Wort sagen zur Schlepperkriminalität, Frau Wevers. Ja, bitte, Herr Dr. Schäfer. Das ist ja, das erfordert ja, das ist ja ziemlich eindeutig. Und das ist sicherlich auch die Erfahrung und die Einschätzung, die wir aus anderen Operationen etwa im westlichen oder zentralen Mittelmeer erlangt haben. Schlepperkriminalität, wie gesagt, kann man nur ganzheitlich erfolgreich bekämpfen. In dem Moment, in dem die Schlepper ihre Geh- oder Verschleppten schon in der Ägäis oder sonst wo im Mittelmeer haben, sind wir im Grunde schon an einer sehr späten Phase des Schleppervorgangs. Wichtiger und vielleicht auch erfolgversprechender ist es doch, wenn an Land, nämlich da, wo die Schlepper die Leute aufsammeln, wo sie ihnen ihr Geld abknöpfen, wo sie ihnen falsche Versprechungen machen, wo sie die Menschen ausbeuten, wenn man an dem Punkt ansetzen würde. Und da sind wir dann auf einer Strecke, die über die Türkei, da, wo sicherlich viele Schlepper tätig sind, bis in die Herkunftsländer, bis nach Afghanistan, in den Irak und anderswo sind. Und Sie haben, auch darüber haben wir in den letzten Monaten hier ziemlich häufig gesprochen, jedenfalls eine Kenntnis und Informationen darüber, in welcher Weise die Bundesregierung sozusagen den Weg verfolgt, hier erstens für Aufklärung zu sorgen und dann mit den Staaten zusammenzuarbeiten, um deutlich zu machen, dass man eben nicht den Schleppern auf den Leim geht, sondern eben nicht den falschen Versprechungen dieser Verführer glaubt. Ich möchte jetzt mit Blick auf die Uhr bei diesem Thema zu einem Ende kommen, weil ich noch andere Meldungen habe zu anderen Themen. Herrn Stahl habe ich noch auf der Liste, auch zum Sie möchten noch mal zum Asyl fragen? Gut. Eine andere Meldung hatte ich noch. Dann hat Herr Stahl das Wort und dann wechseln wir das Thema. Ja, wird es in der kommenden Woche in Brüssel einen Mini-Gipfel geben zur Aufnahme sogenannter Kontingentflüchtlinge aus der Türkei? Angeblich ist geplant, dass die willigen EU-Staaten sich vor dem regulären EU-Gipfel noch einmal treffen in Brüssel. Nächste Woche findet in Brüssel der Europäische Rat statt. Und über die Teilnahme daran, wie auch über mögliche eventuelle weitere Termine der kommenden Woche, unterrichten wir dann am Freitag. Dann hatte ich die Kollegin hier vorne mit einem anderen Thema. Oder hat sich das inzwischen erledigt? Das war die Frage, die Sie gestellt hatten. Gut, dann habe ich Frau Müller mit einem anderen Thema. Herr Seibert, hat die Kanzlerin in diesen Tagen und Wochen eigentlich manchmal das Gefühl, dass sich alle gegen sie verschworen haben, wenn nicht nur Herr Seehofer ihr Unrecht Herrschaft vorwirft, sondern auch der Papst offensichtlich erboste Anrufe der Kanzlerin erfindet? Ich
Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil so viel falsch ist. Ich habe zu der Geschichte, die Sie im zweiten Halbsatz nennen, gestern der Frankfurter Allgemeinen Zeitung alles gesagt. Dazu ist nichts hinzuzufügen. Im Übrigen berichte ich ja hier nicht über Gefühle, aber die Bundeskanzlerin erlebt immer wieder in Deutschland wie auch im internationalen Geschäft auch viel Unterstützung für ihre Arbeit. Und was war an meiner Frage jetzt genau alles falsch? Ich will sie gar nicht wiederholen. Ich habe gestern zu den Meldungen einer italienischen Zeitung das gesagt, was für die Bundeskanzlerin dazu zu sagen ist. Darf ich nochmal wegen der Kollegen vom Radio fragen, ob Sie da einen O-Ton brauchen? Weil ist schon alles gesagt, ist immer fürs Radio ein bisschen blöd. Unter anderem deswegen ist es immer ganz nett, wenn man nochmal nachfragt. Ja. Das steht aber heute schon in den Zeitungen gedruckt. Und, ja, Herr Seibert, aber das wissen Sie auch, dass das dem Radio wenig hilft. Na, wenn das der Grundsatz der Pressekonferenzen ist, werden wir natürlich hier in einem ewigen Wiederkäuerkreislauf uns befinden. Finden Sie nicht? Es kommt auf die Länge an, aber ich hatte an die Kollegen gedacht. Ich sitze ja hier für die Kollegen. Vielen Dank. So, gibt es dazu weitere Fragen? Dann habe ich, Herr Jordan, hatte sich das auch erledigt inzwischen, Ihre Frage? Oder hatten Sie noch ein anderes Thema? Erledigt. Dann habe ich Herrn Jung mit einem anderen Thema. Ja, hier ist das Internet. Vielleicht an Herrn Schäfer und Herrn Hennies. Der afghanische Flüchtlingsminister spricht davon, dass es in 30 von 32 Gebieten in Afghanistan nicht sicher ist. Stimmt das mit der deutschen Wahrnehmung überein? Oder gibt es aus Ihrer Sicht mehr als zwei sichere Gebiete in Afghanistan? Können Sie anfangen? Also zu der Frage der Sicherheit in Afghanistan, wissen Sie, dass unser Auftrag im Rahmen des RS-Mandats Resolute Support besteht an der Seite der afghanischen Kräfte im Rahmen der Ausbildung. Und insofern kann ich Ihnen hier keine detaillierten Informationen zur Sicherheitslage in Afghanistan geben. Aber Sie können mir bestimmt sagen, ob die Bundeswehr in einem dieser zwei sicheren Gebiete ist oder ob sie in den unsicheren Gebieten ist. Und Herr Schäfer, die Frage hätte ich auch von Ihnen gerne beantwortet. Ich kann Ihnen nicht zu sagen zu den Fragen sichere oder unsichere Gebiete. Diese Bewertung, die Sie jetzt gerade eben dargestellt haben, ist mir persönlich nicht bekannt. Aber Sie können uns ja sagen, ob die Bundeswehr in einem sicheren Gebiet ist oder im unsicheren Gebiet in Afghanistan. Diese Bewertung, sicher oder unsicheren Gebiet, kann ich so nicht übernehmen. Ja, das ist doch die Aussage der Bundesregierung. Ich dass möchte es jetzt hier kein Interview... ich auch nicht, aber er redet an der Frage vorbei. Also diese Pressekonferenz moderiere ich und wie hier gefragt wird, darüber gibt es Vereinbarungen in der Bundespressekonferenz und die gelten für alle Mitglieder. So, und wenn man sich ständig dazwischen quatscht und einen nicht ausreden lässt, dann geht es halt irgendwie ganz schlecht. So, Sie haben jetzt nochmal das Wort zu antworten, bitteschön. Das war ich, Frau Wefers. Ja. Sind Sie sicher, dass ich darf? Ja, das dürfen Sie. Dann versuche ich das mal mit meinen Worten. Also ich mache mir ausdrücklich, ich kenne dieses Zitat des afghanischen Flüchtlingsministers nicht. Ich kenne manche andere Äußerungen von ihm, die dann von der afghanischen Regierung, vom afghanischen Präsidenten schnell eingeholt werden mussten. Aber diese Äußerung kenne ich nicht und mache sie mir deshalb auch ausdrücklich nicht zu eigen. Aber ich bin sicherlich gerne bereit, vielleicht ein paar Ausführungen zur Sicherheitslage in Afghanistan zu machen. Ich glaube, da muss man zweierlei Sachen ganz strikt voneinander trennen. Sicherheitslage kann vieles bedeuten. Das, was die NATO macht, was ganz bestimmt auch das Verteidigungsministerium macht, das ist eine Feststellung und eine Analyse der Sicherheitslage für Sie, für die in Afghanistan tätigen ausländischen Institutionen, für die Soldaten, für die Diplomaten, für die Entwicklungshelfer, für all diejenigen, die sich in Afghanistan aufhalten mit dem Ziel, das Land friedlicher und stabiler zu machen. Die Frage, auf die womöglich, wenn denn das, was Sie uns hier vorhalten, über den afghanischen Flüchtlingsminister zutrifft, sich eingelassen haben mag, ist ja eine andere. Wie ist es mit der Sicherheitslage für die Menschen aus Afghanistan in ihrem Heimatland? Und ich glaube, das eine darf man mit dem anderen da nicht vermengen, weil es offensichtlich ist, dass die Taliban, dass die Insurgenz, dass die Aufständischen sich vorgenommen haben, mit Hilfe terroristischer Gewalt, mit grausamen Selbstmordanschlägen, insbesondere die in Afghanistan tätigen Ausländer anzugreifen.
Und damit verbinde ich überhaupt nicht die Behauptung, dass die Sicherheitslage für die Menschen in Afghanistan dort zufriedenstellend wäre. Aber sie ist ganz sicher eine andere als die für die Ausländer, in welcher Funktion auch immer sie sich in Afghanistan aufhalten sollten. Und die Regeln, die wir uns für die Fragen der Abschiebung oder auch für die Fragen der Prüfung von Asyl- oder Flüchtlingsfragen zu stellen haben, haben auch mit dieser, der von mir an zweiter Stelle zum Ausdruck gebrachten Fragen der Sicherheit zu tun. Und da wissen Sie, dass das Auswärtige Amt dazu regelmäßig entsprechende Berichte erstellt, die dann die Grundlage für die Bundesländer sind, über die Frage der Abschiebung zu entscheiden und die dann womöglich auch Grundlage sind für die zuständigen Behörden, über die Frage der Gewährung von Asyl oder anderen Formen des Flüchtlingsschutzes zu entscheiden und das dann auch gerichtlich überprüfen zu lassen. Das heißt, diese Informationen des Auswärtigen Amtes liegen dann auch den zuständigen Verwaltungsgerichten vor. Und das sind vertrauliche Informationen, aus denen ich deshalb nicht so ohne weiteres zitieren kann. Aber die Quintessenz dessen, was da drin steht, ist, man muss da sehr auf den Einzelfall schauen. Es ist eben nicht pauschal so, Afghanistan ist total unsicher, geht gar nicht. Es ist aber auch nicht so, Afghanistan ist so sicher, dass alles geht. Sondern man muss auf den Einzelfall schauen, auf den konkreten Fall der Person, die individuell sein Asylrecht geltend macht. Welcher Volkszugehörigkeit ist er? Wo kommt er her? Wo ist seine Familie? Was sind die Hintergründe seiner Lebensgeschichte? Und all das sind Dinge, die in einem Rechtsstaat wie Deutschland, wo es auf die individuellen Umstände des Einzelfalls ankommt, Berücksichtigung finden und Berücksichtigung finden sollen. Deshalb glaube ich, ich kann nur davor warnen, irgendwelche pauschalen Behauptungen in die Welt zu setzen. Es kommt wirklich darauf an, genau hinzuschauen. Und das tun wir und das tun auch die zuständigen Behörden. Gibt es sonst noch von jemandem Fragen zum Thema Afghanistan? Dann hat Herr Lipjatz das Wort. Darf ich nochmals das Thema Polen ansprechen? Ich hätte eine Frage zum bevorstehenden Besuch der polnischen Regierungschefin Szydło übermorgen in Berlin. Dieser Besuch erfolgt 3 Monate nach dem Amtsantritt und gewöhnlich spät für die deutsch-polnische Praxis in den vergangenen 20 Jahren. Wie empfindet das die Bundeskanzlerin? Ist das ein Ausdruck des Misstrauens, eine Änderung der polnischen Politik oder ein Zufall? Das Einzige, was ich Ihnen dazu sagen möchte, ist, dass die Bundeskanzlerin sich auf diesen Besuch von Ministerpräsident Szydło freut. Das ist die erste Gelegenheit, nicht zum Gespräch, solche Gespräche gab es schon bei europäischen Räten, aber es ist die erste Gelegenheit zum wirklich intensiven und ausführlichen Meinungsaustausch. Und wie gesagt, darauf freut sich die Bundeskanzlerin. Darf ich eine Nachfrage? Bitte. Könnten Sie vielleicht ein bisschen mehr über die Themen etwas sagen? Mit welchem Ziel geht die Bundeskanzlerin in dieses Gespräch? Ja, die Themen liegen in vieler Hinsicht auf der Hand. Natürlich, wir haben das heute hier ja auch schon ausführlich besprochen, natürlich wird es um das große europäische Thema, die große europäische Herausforderung der Migration und der Flüchtlingspolitik gehen. Natürlich haben wir als enge Nachbarn und Freunde eine Vielzahl von bilateralen Themen, mit denen wir versuchen, unsere Zusammenarbeit noch weiter zu vertiefen. Es wird darum gehen, dass wir in diesem Jahr 25 Jahre des deutsch-polnischen Abkommens feiern. Also es gibt vielerlei Themen. Ich will den Gesprächen sonst nicht weiter vorgreifen. So, dann habe ich Herrn Heller mit einem oder weitere Polen-Fragen zum Besuch. Nein, dann Herr Heller mit einem anderen Thema. Kurz das Thema Syrien ansprechen. Herr Schäfer hat es in den letzten 2 Tagen ein Telefonat gegeben Ihres Ministers mit Herrn Lavrov. Wenn ja, sind da die Äußerungen der Kanzlerin zum Thema russische Bombardements in Syrien und Flüchtlingswirkungen daraus, ist das angesprochen worden und zur Sicherheit auch nochmal nachgefragt zu diesem geplanten Treffen Wiener Format am Rande der Sicherheitskonferenz. Ist das inzwischen fest eingetütet? Hat da inzwischen Saudi-Arabien und der Iran als Teilnehmer zugesagt? Ja, zu letzterem kann ich Ihnen sagen,
schon letzte Woche auf der Reise von Herrn Steinmeier gab es diese Zusage. Es gibt für uns nicht den geringsten Grund, daran zu zweifeln, dass morgen Abend Saudi-Arabien und der Iran auf Außenministerebene bei den Beratungen in München vertreten sein würden. Wir gehen im Übrigen davon aus, dass eigentlich alle Teilnehmer des Wiener Formats, ich glaube 17 Staaten und 3 internationale Organisationen, dann morgen am späten Nachmittag in München am Tisch sitzen werden. Und zu Ihrer Frage zu Kontakten mit der russischen Regierung, ja. Nicht nur in den 48 Stunden hat es Kontakte gegeben, sondern so, wie spät haben wir es jetzt, 12:30, vor 2 Stunden hat Herr Steinmeier mit Herrn Lavrov telefoniert. Es gab 2 wesentliche Gesprächsthemen. Das eine Thema ist natürlich die Vorbereitung auf die morgige Syrien-Konferenz mit all der Vorgeschichte, über die Sie genauso Bescheid wissen wie wir. Es wird Herrn Steinmeier darum gehen, zu schauen, wie man erstens die Verhandlungen in Genf wieder in Gang bekommen kann, die Verhandlungen zwischen dem Assad-Regime und der syrischen Opposition, wie man zweitens gemeinsam darauf hinwirken kann, im besten Fall Entscheidungen treffen kann, wie die Gewalt, das Morden und Töten in Syrien zurückgeführt werden kann. Man wagt kaum, das Wort Waffenstillstand in den Mund zu nehmen angesichts der Ereignisse der letzten Tage, aber das ist natürlich, wenn Sie so wollen, das ultimative Ziel. Und drittens geht es darum, angesichts der humanitären Katastrophe, die sich vor den Augen der Weltöffentlichkeit in und um Aleppo und auf dem Weg zur türkischen Grenze abspielt, dringendst gemeinschaftliches Handeln dafür hinzubekommen, dass humanitärer Zugang zu den verzweifelten, hungernden, leidenden Menschen nicht nur in Aleppo und umzu, sondern auch an anderen Orten, die belagert werden, möglich gemacht werden kann. Ich glaube, das sind die 3 Ziele, so wie sie sich für Herrn Steinmeier jetzt morgen präsentieren. Und naja, da sind wir schon irgendwie wieder einmal am Scheideweg. Und da müssen dann diejenigen, die in Syrien agieren, in welcher Form auch immer, durch politische Unterstützung, militärische Unterstützung, finanzielle Unterstützung oder sonstiges, wirklich wissen, was sie wollen. Wir sind zutiefst davon überzeugt, Herr Steinmeier hat das ja heute auch in seinen öffentlichen Äußerungen noch einmal bekräftigt, dass es keine militärische Lösung für Syrien gibt. Vermeintliche kurzfristige Geländegewinne mag es geben, aber Druck erzeugt Gegendruck und es ist schlichterdings nicht vorstellbar, dass irgendjemand auf dem Schlachtfeld Syrien als militärischer Sieger so einfach vom Feld geht. Das wird nicht passieren und deshalb gibt es eben nicht eine militärische, sondern nur eine politische Lösung. Und da muss jetzt eben auch morgen Abend klargestellt sein, was die Teilnehmer am Wiener Prozess und diejenigen, die Einfluss in Syrien haben, wirklich wollen. Nochmal gefragt, hat vielleicht Herr Lavrov diese Äußerung der Kanzlerin vom Montag nochmal angesprochen? Ja, ich glaube, Herr Heller, es überrascht Sie nicht, jetzt, dass ich jetzt nicht brühwarm sagen, das Gespräch zwischen Herrn Lavrov und Herrn Steinmeier hier wiedergebe, dass im öffentlichen Raum es Fragen gibt über das militärische Vorgehen Russlands in Syrien und dass das so von der Bundeskanzlerin beschrieben worden ist, wie sie das vorgestern in Ankara getan hat. Ich glaube, das ist der russischen Regierung nicht entgangen. Herr Jung, auch zu diesem Thema? Herr Sabat, kann man die Kanzlerin dann so verstehen, dass die russischen Luftangriffe in Syrien böse sind, aber die westlichen die guten? Herr Jung, das ist der wiederholte Versuch, den Kampf gegen die Terrororganisation IS gleichzusetzen mit der Situation im syrischen Bürgerkrieg. Das, glaube ich, funktioniert nicht. Das haben wir hier übrigens auch neulich schon ziemlich ausführlich dargelegt. Die Bundeskanzlerin hat sich zur russischen Verantwortung so geäußert, wie sie sich am Montag geäußert hat. Und für die Bundesregierung hat ja auch der Sprecher des Auswärtigen Amtes gerade gesagt, mit welcher Haltung wir in diese möglichen Münchner Gespräche gehen, wie wichtig das ist,
Weil es nämlich keine militärische Lösung im innersyrischen Konflikt geben kann, brauchen vor allem die Menschen in Syrien, ein Ende dieser Gewaltspirale und eine Wiederaufnahme der Gespräche. Dazu müssen die Bedingungen geschaffen werden. Dazu trägt Russland erhebliche Verantwortung. Wir erleben gerade wieder ein Flüchtlingsdrama, das Zehntausende von Menschen betrifft und das ausgelöst ist durch die Bombardierung ziviler Gebiete und Einrichtungen in und um Aleppo. Habe ich Sie richtig verstanden, dass der Krieg gegen ISIS was anderes ist als der Bürgerkrieg in Syrien? Und die Kanzlerin, Zitat, hat gesagt, ich bin entsetzt über das menschliche Leid, das für Zehntausende Menschen durch Bombenangriffe vor allem von russischer Seite entstanden ist. Also erkennt sie auch an, dass es menschliches Leid durch westliche Luftangriffe gab, ja? Also Sie haben ja das Zitat der Bundeskanzlerin. Ich glaube, es ist vollkommen klar, dass sie auf Russland ansprach und natürlich auf die von Russland unterstützte Offensive des syrischen Regimes in der Umgebung von Aleppo. Gibt es weitere Fragen zu Syrien? Dann habe ich Herrn Stahl mit einem anderen Thema. Ja, eine Frage zum Verkehrsministerium. Gibt es inzwischen neue Erkenntnisse zu dem Zugunglück in Bayern? Und sind inzwischen auch Experten des Eisenbahnbundesamtes eingeschaltet? Wenn ja, was untersuchen die konkret? Die Experten des Eisenbahnbundesamtes bzw. der Eisenbahnunfalluntersuchungsstelle des Bundes sind seit gestern schon vor Ort. Die sind gleich dahin gefahren. Das ist normalerweise der Usus bei solchen schwerwiegenden Unfällen, wie gestern passiert ist in Bad Aibling. Untersucht werden alle Möglichkeiten, die zu diesem Unglück geführt haben können. Das heißt, die gucken sich die Blackboxen an, die schauen sich an, was an den Gleisen passiert ist, die reden mit den Zeugen, die sprechen mit den Fahrdienstleitern und machen sich ein Bild davon, was zu diesem Unglück geführt haben könnte. Das würde nachher in einem Bericht, der abzuwarten ist. Also Erkenntnisse habe ich jedenfalls noch nicht vorliegen. Diese Untersuchungen laufen. Dazu, Herr Jordan. Frau Moosmeier, kann denn die Bundesregierung bisher ausschließen, dass es zu irgendwelchen Dritteinwirkungen gekommen ist, die zu dem Unglück geführt haben könnten? Und bevor Sie jetzt auf die lokalen Ermittler verweisen, ich frage deshalb, weil man das kurz nach dem Germanwings-Unglück von Seiten der Bundesregierung sehr schnell ausgeschlossen hat. Also ich kann nur sagen, dass es dazu keine Hinweise gibt bislang, aber kann auch nur darauf verweisen, dass die Untersuchungen noch andauern. Dazu auch noch, Herr Heller? Der Vollständigkeit halber möchte ich gerne fragen, ob die Bundesregierung in irgendeiner Weise aktiv geworden ist, zum Beispiel in Hilfen für die Opfer oder Ähnliches. Gibt es da irgendwo noch eine Rolle der Bundesregierung abseits dessen, was Sie eben geschildert haben? Also zunächst ist ja gestern der Schwerpunkt gewesen auf den Rettungsaktionen. Die zweite Phase bei solchen Unfällen ist die Bergung, die jetzt stattfindet. Die Deutsche Bahn hat Kräne im Einsatz, um die Strecke wieder frei zu bekommen und die Trümmer von der Strecke zu entfernen. Parallel laufen natürlich immer auch die Betreuungen der Opfer und Angehörigen. Sie wissen ja, dass Herr Dobrindt gestern sofort am Unfallort war, kurz nachdem es bekannt wurde. Er ist auch heute noch mal dort. Er wird auch dort mit den Helfern und den Menschen vor Ort sprechen. Selbstverständlich hat die Bahn auch eine Anlaufstelle für die Betroffenen eingerichtet, also sind da sehr engen Kontakt alle miteinander. Herr Steiner dazu. Ja, ich würde gerne wissen, ob zum einen auch Unterstützung durch die in der Nähe liegende Liegenschaft des Bundesnachrichtendienstes geleistet wurde, wer auch immer mir das beantworten kann, falls es ein solches positives Wissen gibt. Und das Zweite, ob Angestellte des Bundesnachrichtendienstes eventuell auch unter den Betroffenen waren, also unter den Opfern. Wir reden ja sonst bei Bad Aibling meistens über einen anderen Zusammenhang. So, dazu liegen mir hier jetzt keine Erkenntnisse vor. Was wir bislang wissen, ist, dass Angehörige der Deutsche Bahn, also der Eisenbahnbetriebe, dort unter den Opfern sind.
Ich weiß auch nicht, was Sie meinen mit der Nutzung des Bundesnachrichtendienstes. Also die Opfer wurden auf die umliegenden Krankenhäuser verteilt. Das ist auch Stand der Ermittlungen. Aber weitere Informationen zur Identität der Opfer liegen mir jetzt nicht vor. Herr Dimroth kann gleich noch was ergänzen. Ja, vielen Dank. Ich kann zu Ihrer konkreten Frage, Herr Steiner, mangels Zuständigkeit, wie Sie wissen, nichts ergänzen. Aber ich kann ergänzen, dass sowohl Kräfte der Bundespolizei, der örtlich zuständigen Direktionen, als auch Kräfte des THW an den Rettungsarbeiten gestern beteiligt waren. Gibt es weitere Fragen dazu? Zu anderen Themen? Herr Jung. Also die EU-Kommission hat jetzt auch öffentlich angemahnt, dass die Mitgliedstaaten bei der Werbung für TTIP an einen Strang ziehen sollen. Unter anderem sollen auch führende Regierungsmitglieder zum Beispiel Bürgersprechstunden über TTIP machen. Können wir damit rechnen, dass die Kanzlerin in diesem Jahr also so eine Bürgerrunde mit der Bevölkerung machen wird? Am Engagement der Kanzlerin für das Zustandekommen dieses sehr wichtigen Abkommens kann es ja überhaupt keinen Zweifel geben. Sie hat das vielfach in der Öffentlichkeit gesagt, wie wichtig sie das für die Zukunftsfähigkeit Europas findet und wird das sicherlich auch weiterhin tun. In welcher Form, das kann ich hier nicht sagen. So, gibt es noch Fragen zu anderen Themen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann danke ich unseren Gästen für ihr Kommen und schließe die Pressekonferenz. I'm thinking.